Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, dieser wunderschöne Herbsttag lädt auch dazu ein, so ein bisschen was am Dorf zu machen. Ich habe jetzt ein, zwei Tage nicht gespielt. Ich muss erst mal wieder reinkommen, aber ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge. Wenn ja, vergesst das Abo nicht, den Like und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. Ich muss unbedingt was trinken und was essen. Ich bin ja komplett ausgetrocknet und verhungert hier. Natürlich habe ich nichts mehr zu essen dabei. Toll. Ich habe mir ja eine Kohlsuppe im... Ja, haben wir auch. Sehr gut. Gönne ich mir eine Kohlsuppe. Schön. Ich weiß, beim letzten Mal wollte ich noch irgendwas machen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war. Muss mich erstmal umsehen hier, um wieder reinzukommen. Was ist eigentlich mit ihm los? Was ist denn hier los? Was ist dein Auftrag, Junge? Was machst du da? Du kannst damit in den Zirkus. Das ist ja super. Lang lebe der König, sehr schön. So lobe ich mir das. Also, ich hoffe, er meint mich mit dem König. Aber wahrscheinlich nicht. So, stimmt, wir haben ja beim letzten Mal dieses Haus hier gebaut, wo ich noch einen Weg zur Straße machen muss. Sehr gut. Und dieses Haus ist ja bis jetzt unbewohnt. Also könnten wir theoretisch wieder zwei Leute uns besorgen, wenn wir die nötige Reputation haben. Und ich habe ja noch die Quest, dass ich Lavendelhonig abliefern soll. Ich guck mal, wie teuer der ist. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? 242. Guck mal, wie teuer so Lavendelhonig ist. Dann kaufe ich ihr das. Der guten Edburger. Hast du vielleicht Lavendelhonig? Nee, hast du nicht. Okay. Vielleicht an der Bar hier? An dem... Hier ist gerade niemand. Oh, der hat Lavendelhonig. Ach, Lavendelhonig ist anscheinend was sehr Kostbares. Okay, 75, naja. Kaufe ich mir mal. Hier müssen wir für 139 Münzen und 100 Dynastie 9 Kaninchen jagen. Hier müssen wir 4 Eimer abliefern. Okay, ich nehme mir mal die Kaninchen-Quest mit. Vielleicht kann ich die jetzt noch schnell erledigen. Da vorne ist nämlich ein Kaninchen. Und es hat mich entdeckt. Ja, eigentlich könnte ich auch Kaninchen einfach mit der Axt jagen. So schnell sind die nämlich gar nicht. Kaninchen Nummer 2, komm her. Das Problem ist, es erstmal eins zu finden, so ein Kaninchen, ne? 2 habe ich bis jetzt, also... Ich glaube, die Quest zieht sich noch ein bisschen. Kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle erledigen. Aber das kann ich ja immer mal wieder machen. Wenn ich ein Kaninchen sehe, dann ist es dran. Jagdgebiet entdeckt, Wolf. Okay, nein. Gut. Wölfe will ich nicht jagen. So, sie wollte jetzt Lavendelhonig, ne? Keine Ursache. 90 Reputation. Das ist doch auch schon mal was. Wie viel haben wir jetzt? 1535, okay. So, wir gehen mal in die nächste Jahreszeit, in den Winter rein. Oh, die Quest ist gescheitert, der rabiate Rammler. Ach so, okay. Ja, verstehe. Wir müssen uns auf jeden Fall umziehen. Jetzt wird's kalt. Ey, so kann ich doch auch mal losziehen. Top. Okay, dann ist wintert sehr in unserem Dorf. Sehr schön. Wie, was, wo, was, warum, warum bin ich, warum ist mir jetzt kalt? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ich hab doch alles an. Ich zieh mal die Stiefel an, statt die Pelzschuhe, weil die Stiefel noch mal ein bisschen mehr Pelzschutz geben. Test. Es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder friere. Ich will mir ja nicht so ein Google-Hupf-Ding kaufen. Aber jetzt scheint es zu gehen mit den Stiefeln.
Naja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich würde gerne noch was machen, auf das ich mega Bock hätte. Und zwar würde ich gerne hier vorne hin einen Hühnerstall platzieren. Hier so hin, in die Ecke. Weil ich glaube, Hühner werden irgendwann mal wichtig. Wegen Kuchen, wegen Brot und sowas alles. Weil in diesem Spiel braucht man ja unnützerweise braucht man Eier, um Brot zu backen. Was überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber es ist leider so. Du brauchst Eier, um Brot zu backen. Kann ich das Haus hier nicht irgendwo hier so reinstellen? Das will hier gar nicht rein, ne? Zwischen die Bäume. Na, dann stelle ich es hier so rein. 6 Steine. Na, die finden wir doch hier bestimmt gleich in der Nähe. Die Ferkel jetzt... Nee, warte mal. Warum sind das jetzt 3 Ferkel? Also ich muss mal ganz kurz in die Verwaltung reingucken hier. Wir haben jetzt 5 Schweine. Ah, ein männliches Ferkel ist gerade geboren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die anderen müssten auch mal ausgewachsen werden. Also das wäre ja noch gut. Können wir zumindest mal einen verkaufen. Okay, Hühnerstall ist gebaut. Jetzt brauchen wir noch ein schönes Gehege. Dann nehme ich, glaube ich, wieder den Flechtzaun. So, Gatter mache ich mal hier hin. Und dann versuchen wir das mit den Zäunen zu verbinden. So, na, das ist doch ein schöner Hühnerstall, oder nicht? Also, 4 Auslauf finde ich gut. Gatter hier rein. Top. Gut, bauen wir jetzt nur noch ein paar mehr Stücke, um das fertig zu bauen. Und daran hapert es wieder an den ganzen Stücken, ey. So, der Roggen wächst auch. Sieht sehr gut aus. Und früher können wir den dann ernten. Sehr schön. Ja, wir müssen Dünger herstellen, damit das Feld für den Kohl gedüngt wird. Gucken wir gleich mal, wenn wir den Hühnerstall fertig haben mit dem Gehege. Wie viel Dung haben wir gerade? Was können wir noch selber noch sammeln? Und wie weit kommen wir damit? Ach nö. Ein paar fehlen mir noch. Ein paar fehlen mir noch. Also wirklich fast 200 Stücke. Naja, so ein Flechtzaun ist halt auch schon sehr stockintensiv, ne? Hätte jetzt auch so einen groben Zaun wieder vorne hinstellen können, aber ich glaube für Hühner, das sieht ein bisschen doof aus. Ich bin mir sicher, dass die KI von den Hühnern da nicht ausbricht oder nicht einfach durchläuft, sondern dass das wirklich ein Hindernis ist für die, aber dennoch sieht das halt einfach dumm aus. So, na dann steht auch so einem Spiegelei zum Frühstück gar nichts mehr im Weg. Hier vorne ist eine große Lücke. Naja, aber da wird auch niemand ausbrechen wollen. Ja, aber bevor wir uns Hühner kaufen, muss ich erstmal ein bisschen Geld machen. Mit irgendwas. Irgendwas brauche ich jetzt, mit dem ich Geld machen kann. Kohlsuppen vielleicht nochmal herstellen? Auf jeden Fall müssten wir erstmal den Schweinestall hier aus. Das sieht ja aus. Das muss weg. Alles weg. Bei den Eseln auch gleich. Oh, Dung 100% ist gut. Schön viel Kacki. Oh, die Holzschuppen sind schon wieder out of Äxte. Was ist denn da los? Also da müssen wir jetzt mal inflationär die billigen Äxte herstellen. Das geht so nicht weiter. Ich kann nicht ständig hier Kupferäxte herstellen. Dafür bräuchte ich einen Grabungsschuppen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Kupfer zu ernten. Gut, inflationär war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich habe jetzt 4 Steinäxte hergestellt. Naja, das wird eine Weile reichen, hoffe ich. Hoffen wir mal, das reicht eine Weile. So, gucken wir mal, wie viel Kohl und Fleisch ich habe, um Kohlsuppe herzustellen. Verdammt viel Kohl.
Aber nicht so viel Fleisch. Ja, Fleisch wäre vielleicht noch sowas, was wir selber vielleicht nochmal jagen müssten. Ja, mein Bogen hat auch nicht mehr so viel Haltbarkeit. Oh, oh. Er kommt. Das ist hier jetzt so ein bisschen Stierkampf, ne? Jo, haben wir. Sehr gut. Zwei Wiesente. Das sind 160 Fleisch. Daraus sollte man ein bisschen Kohlsuppe machen können. Daraus sollte ein bisschen Kohlsuppe gehen. Okay. Ab zurück ins Lager. Also mein Bogen hat auch wirklich nur noch... Also ihr seht es ja hier neben mir, ne? Also der hat gerade noch so 2% Leben vielleicht oder so. Dann müssen wir demnächst irgendwie nochmal einen besseren looten oder vielleicht doch einen kaufen oder so. Was wir jetzt gleich vielleicht aus dem Stand schon machen könnten, sind einfache Säckchen. Die bringen auch eine Menge Kohle. So. Ich nehme mal den etwas stärker verrotteten Kohl, sag ich mal. Also der jetzt nicht mehr so lange hält. Wir brauchen mehr Holzschalen, merke ich gerade. Just a little bit of courage and you'll find a wife. Okay. 65 Holzschalen. Naja, dann da sollten wir ein bisschen was an Suppe machen können. So, was wird uns jetzt wieder cool? Okay. So, jetzt haben wir kein Fleisch mehr. Und ich gucke gleich mal, wie viel Kohlsuppe haben wir jetzt. Warum sind das hier, warum ist das jetzt hier unterschiedlich? Warum sind das zwei unterschiedliche Positionen? Gut, wir haben einmal 6 und einmal 53, also 59 Kohlsuppe. Das sollte schon ein bisschen was einbringen an Moneten. Hoffe ich. Holzschalen tue ich mal ins Materiallager, damit wir auch weiterhin Kohlsuppe herstellen können. Wir haben zwar kein Fleisch, aber vielleicht stelle ich das auch nochmal ein bei der Verwaltung, dass die Jagdhütte eigentlich ausschließlich Fleisch produzieren soll. Leder, scheiß drauf. Wir brauchen jetzt Fleisch für Kohlsuppe. So, du musst ja Leute bewirten und du kaufst mir bestimmt meine Kohlsuppe ab. Okay. Can I interest you in some of my wares? Etwas mehr als 600 haben wir jetzt bekommen dafür. Jetzt gucke ich gleich mal. Draußen haben die hier Hühner. Kann ich mir hier Hühner kaufen? Wahrscheinlich haben die hier keine Hühner. Die haben alles, aber keine Hühner. Wir haben auf jeden Fall Kühe hier. Aber keine Hühner. Überlege ich gerade, hatten wir in dem Fischerdorf Hühner? Naja, wir müssen ja noch keine Hühner kaufen. Ich gucke lieber mal, ob ich hier jemanden finde, der gut in unser Dorf passt. 3 in Gewinnung? Sieht schon mal nicht schlecht aus. 21 ist die, die ist 26, okay. Und du kannst nix. Auch nicht schlecht. Du bist 24, kannst viel, viel mehr. Ja. Ach, 1600 Reputationen brauche ich. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich dachte mir schon, dass ich keinen mitnehmen darf. Na, dann habe ich erstmal nur Geld gemacht. So. Ich dachte, die haben hier Hühner. Aber die haben ja tatsächlich nur Kühe. Die haben hier nur Kühe.
sind hier vorne halt Pferde, ne? So, neuer Morgen, neue Aufgaben. Naja, obwohl, eigentlich müsste ich Quests machen. Ich müsste eigentlich Quests machen. Ich könnte jetzt zum Fischerdorf nochmal, weil da gibt es jetzt eine neue Quest. Und ich liebe ja die Quests aus dem Fischerdorf. Die sind ja super. Naja, auf jeden Fall, bei mir im Dorf hat niemand eine Quest für mich. Das ist schade. Hätte ich auch gern gemacht. Gut. Na, dann gehen wir erstmal rüber. Vielleicht haben die auch Hühner. Vielleicht schlagen wir da gleich zwei Klappen mit einer Fliege, sage ich mal. Oh, da vorne sind Wegelagerer. Aber mein Bogen ist sehr beschädigt. Würde ich schon gern fighten, aber wie gesagt, mein... Also dann muss ich mit der Axt ran. Wir probieren es mal mit der Axt. Also erstmal habe ich ja noch zwei Pfeile oder so für meinen Bogen. Die trauen sich nicht. Die trauen sich einfach nicht. Vorne sind zwei Wölfe. Jagen die Hasen, okay. Darf ich meinen Steinpfeil wieder haben? Dankeschön. Das sind ja richtige Experten hier. Oh, jetzt greift er mich an. Boah, beide Wölfe jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Oh, der hat einen Bogen dabei. Das ist gut. Der hat auch Steinpfeile dabei. Das ist noch gut. Noch guter. Noch besser. Alles knurrt mich an. So, auf die 6 den Bogen. Ja, da hast du keine Chance. Da hast du leider keine Chance. Naja. Aber ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen gelootet. Bisschen was an Kohle. Ja, hat sich schon gelohnt. Wenn die Wölfe halt weiterhin festgestackt wären, dann wäre es gut gewesen. Dann hätten wir ein bisschen Glück gehabt. Ach, Grabungsschuppen hat wieder kein Werkzeug. Die kommen immer auf Ideen, wenn ich gerade aus dem Dorf raus bin, ne? Wenn ich gerade gegangen bin. Dann sagen sie, hey, wie sieht's aus? Also, eine Schaufel wäre schon nicht schlecht. Und ich sag, Alter, ich bin gerade aus dem Dorf raus. Ich will gerade ins nächste. Ja, aber wir brauchen vielleicht auch eine Schaufel und so. Geht mir doch mal alle nicht auf die Eier. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Ja, Holzschuppen, schon wieder kein Werkzeug. Das gibt's doch gar nicht. Wie schnell verbrennen die denn die Äxte? Erstmal möchte ich gucken, ob die hier Hühner haben. Habt ihr hier Hühner? Also ihr habt Schafe. Ja, ich bin vom Baum gefallen. Und ihr habt Ziegen. Ziege? Ziegen sind ja auch richtig günstig. Die Zicklein. 75, lol. Okay. Jetzt gucken wir mal nach der Quest. Ich habe gemerkt, ihr habt keine Hühner, aber vielleicht habt ihr eine Quest, eine gute für mich.
Kann ich dir bei etwas helfen? Oh ja, ich brauche Hilfe. Erst machen diese verdammten Mücken mir das Leben schwer. Im Winter? Dann wird auch noch keine Frau verrückt. Dann wird auch noch keine Frau verrückt. Das letzte Mal, dass sie... Dann wird auch noch keine Frau... Hä? Das letzte Mal, dass sie so aufgeregt war, war während unserer Hochzeit. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vor sich geht. Das war bestimmt meine Frau und nicht keine Frau. Nee, ganz eindeutig keine. Egal. Ja, jetzt erzählt er so ein bisschen von seiner Frau. Und jetzt sollen wir... Tagebuch. Seltsamer Junge. Sprich mit Dobrosulka. Mhm. Jetzt müssen wir mit der anderen sprechen, die ist da hinten. Sprich mit Yannick. Yannick ist der Einzige, der hier einen vernünftigen Namen hat, ne? Der Rest der Leute, die heißen irgendwie Zubrowskolska und Berndodunda und so. Ach, keine Ahnung. Digga. Was ist eigentlich mit dir los? Warum bist du in dem Fass? Yannick, was machst du da? Guten Morgen, lieber Herr. Ich stehe hier schon eine ganze Weile. Die Leute hier zeigen auf mich und sagen, es gibt eine Debatte darüber, in welches Haus sie mich stecken wollen. Sie sagen, ich soll warten, aber ich bin wirklich hungrig und durstig. Willst du damit etwas sagen? Etwa sagen, dass sie darüber streiten, wer dich aufziehen soll und dabei vergessen haben, dir etwas zu essen zu geben? Also diese Übersetzung ist schon... nicht so gut. Gar nicht mal so gut. So, jetzt soll ich ihm Weizenbrötchen, Trinkschlauch mit Wasser und Trockenfleisch. Alter, du hast ja wohl ein zu viel. Nee, ich gehe jetzt zurück in mein Dorf. Tschüss, verhunger doch. Ich muss mich in meinem Dorf um meine Leute kümmern, die schon wieder ihr ganzes Werkzeug verheizt haben. Innerhalb von einer Folge, die ich hier hochlade auf YouTube, haben die schon wieder so viele Äxte verbrannt. Das kann doch wohl nicht Warzenschwein. Und ich bin hier wie so ein Idiot. Stundenlang. Am Holz, am Stock suchen hier. Ich so viele Stöcker, wie ich hier schon gesammelt habe in diesem Spiel. Bestimmt 3000 oder so. Zumindest in dieser Session. In der anderen bestimmt auch nochmal 6000. Keine Ahnung. Stock sammeln ist so ein essentieller Part von Medieval Dynasty. Also wenn ihr euch das Spiel kauft, seid euch gewiss, ihr werdet sehr viele Stöcke sammeln. Das wird so das Ding sein, ne? Von Call of Duty, Leute totschießen, Medieval Dynasty, Stöcke sammeln. So, jetzt habe ich hier den ganzen Wald von denen von Stöcken befreit. Die werden sich wundern, wenn die Äxte herstellen wollen. Hö, wo sind denn unsere Stöcke hin? Alle weg. Weil der Dachs da war und hat Ninja gelootet. So, wie viele Äxte kann ich jetzt herstellen mit meinen gesammelten Werken? 11 Stück. 11 sollten doch eine ganze Weile reichen, oder? Zumindest noch diese Folge. So, meine Freunde. Ich muss noch... Chippen herstellen. Dazu Baumstämme. Weiß nicht, ob ich dazu auch Stöcke brauche. Nee, brauche ich nicht. Stell auch einfach mal 11 Holzschaufeln her. Damit mir einfach der Grabungsschuppen nicht mehr so auf die Eier geht. So, ich sammle nochmal schnell Dung und mache den Dünger draus und dann haben wir es, glaube ich, auch schon wieder geschafft mit dieser Folge. Okay, Dünger ist hergestellt. Der Feldschuppen kann wieder arbeiten. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dieser Folge Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht. Den Like und den Kommentar. Es füttert den Algorithmus und das tut uns allen gut. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.